Der letzte Moment des Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, darüber sagte Aisha radiallahu anha: Ich hörte immer, dass die Propheten vor ihrem Tod zur Wahl gestellt werden. Wollen sie sterben oder wollen sie weiterleben? Jeder Prophet, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das auch in einem Hadith sagte, jeder Prophet wurde, dem wurde sein Platz im Paradies gezeigt und dann wurde er zur Wahl gestellt. Willst du noch weiterleben oder willst du sterben? Und das ist klar, also sie wollen natürlich ins Paradies. Also sagt Aisha radiallahu anha, da hörte ich den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, als er im Sterben lag und er, seine Stimme auch rau wurde, dass er dann die Ayah las: مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Mit denjenigen, denen Allah Gunst erwiesen hat, unter den Propheten, unter den Wahrhaftigen, unter den Märtyrern und den Rechtschaffenen. Und diese haben eine wunderschöne Begleitschaft. Da sagte Aisha radiallahu anh, da wusste ich, dass er gerade gefragt wird, ob er denn eben weiterleben möchte oder ins Paradies gelangen will. Und deswegen waren die letzten Worte des Propheten sallallahu alaihi wasallam: Allahumma ar-Rafiq al-A'la. Und dann ist er gestorben, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. O Allah, die höchste Gefolgschaft, die höchste Begleitung. Was ist die höchste Begleitung? Das heißt, bei Allah und der hohen Schar der Engel, wie Jibril und so weiter. Also, O Allah, ich möchte ins Paradies. Ich möchte bei dir sein und bei dieser hohen Schar der Engel. Das waren die letzten Worte des Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nun, er hat natürlich auch vorher schon La ilaha illallah gesagt. Also hat er gesagt, La ilaha illallah, der Tod hat wahrlich Trunkenheit. Also nicht, dass jemand sagt, warum hat er nicht La ilaha illallah gesagt. Allahumma ar-Rafiq al-A'la ist ja auch ein Glaubensbekenntnis. Das heißt, es muss jetzt nicht unbedingt diese Worte sein, wobei er sie ja auch tatsächlich gesagt hat. Aber er hat eben gesagt, ja Allah, ich will zu dir. Möge Allah uns erlauben, mit unseren letzten Atemzügen das Glaubensbekenntnis aufzusagen. Ja, dass man Allah subhanahu wa ta'ala gedenkt, dass man sagt, ja Rabbi, ich will zu dir, ja Rabbi, vergib mir, ja Rabbi, nimm mich auf. Und dann mit diesen Worten stirbt. Das ist der Höhepunkt eines jeden Muslims.